Heute ist der 19. Januar 2022 und ich begrüße euch erneut bei Mr. Bauer Gaming. Ganz herzlichen Dank fürs Einschalten. Hier eine weitere Vorstellung von Mods, die heute im Giants Mod Hub veröffentlicht worden sind. Und wir haben einen ganz speziellen Tag heute, denn heute ist eine weitere Karte, eine neue Map hinzugefügt worden, und zwar die Calmston Farm. Bevor wir jedoch mit der Vorstellung der Mods von heute anfangen, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Peter, Jan und Stocki. Ganz herzlichen Dank für euer Follow. Kommen wir zu der Kurzvorstellung der Calmston Farm Karte, die heute erschienen ist. Und zwar wird die präsentiert von Oxygen David. Die Downloadgröße der Karte ist bei 560,84 MB, ist in der Version 1.0 und ist natürlich für alle Plattformen. Es handelt sich dabei um die Repräsentation einer realen Farm und deren Umgebung im britischen Gloucestershire. Wie ihr sehen könnt, also sehr viele Details, sehr viel Liebe zum Detail, sehr detaillierte Karte, die wir uns natürlich dann auch in einem speziellen Video nochmal ganz im Detail angucken werden. Wir schauen mal ganz kurz auf die Karte, die Übersichtskarte im Menü. Es handelt sich dabei tatsächlich um ein Google Earth Satellitenbild, das hier als Grundlage genommen worden ist. Wie ihr sie auch sehen könnt, ist die Karte auf kleinere oder mittlere Feldgrößen ausgelegt. Es ist also keine 4-fach oder 16-fach Karte, sondern es ist eine kleinere Karte in der Standardgröße, wie wir sie bisher kennen. Die Größe der bebaubaren Ackerflächen befindet sich zwischen 0,57 Hektaren zum Preis von 34.390 Euro und dem größten Feld, der Feld 17 mit 21,84 Hektaren zum Preis von 1,3 Millionen Euro. Auf den ersten Blick ist ersichtlich, dass auf dieser Karte sehr viele Verkaufsstellen da sind, jedoch wurden keine Produktionsstätten verbaut. Also ich habe keine Produktionsstätte gefunden, es sei denn das Sägewerk, das als einzige Produktionsstätte fest verbaut worden ist. In der Mod-Beschreibung wird auch darauf hingewiesen, dass benutzerdefinierte Texturen mit Parallax-Mapping verbaut worden sind. Es gibt über 50 neue HD-Modelle, die von dem Modder von Oxygen David selbst erstellt worden sind. Es gibt 36 Felder mit Missionen von klein, mittel und groß. Es gibt zwei platzierbare Bereiche, in denen wir unsere Produktionsstätten aufbauen können. Es gibt 5 Verkaufsstellen, ein BGA und Sägewerk etc. Auf der Karte werden je nach Jahreszeit gewisse Objekte angezeigt, so im Sommer zum Beispiel die Grillplätze, Rasenmäher und Wäscheleinen. Im Herbst sollen fallende Blätter von den Bäumen zu sehen sein. Im Winter sollen Schneemänner und Eiszapfen erscheinen und so seien ganz viele kleine Objekte mehr eingebaut worden, die aber erst im Verlauf der Spielzeit oder des Jahres dann zu sehen seien. Des Weiteren seien auch Sammelobjekte hinzugefügt worden. Eines der Collectible habe ich hier bereits gefunden und dann wollen wir mal sehen, was sie auszahlen. Es scheinen die Collectibles von der Elm Creek zu sein. 1000 Euro gibt es für diesen einen Traktor, den ich gefunden habe. Des Weiteren seien benutzerdefinierte Grastexturen eingefügt worden und auch viele benutzerdefinierte Sounds. Ebenfalls auf der Karte mit eingebaut ist das britische Nummernschild, was wir dann auch gleich bei der Präsentation der übrigen Mods sehen werden. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, ich werde auf jeden Fall eine detailliertere Kartenvorstellung dann noch machen. Dies hier ist nicht der Ort und der Augenblick, dies jetzt sofort zu tun. Ich brauche ein bisschen mehr Zeit, die Karte zu erkunden. Und ich denke auch, dass ich hier dann ein Let's Play starten werde. Je nachdem, ob euch das interessiert, mich hier zu begleiten. Gebt mir doch eure Meinung als Kommentar dazu, ob ihr interessiert seid, hier ein Let's Play zu verfolgen und eventuell sogar ein Multiplayer zu erstellen, wo wir zusammen eventuell sogar ein Projekt aufziehen könnten. Falls euch das interessieren würde, lasst es mich wissen, damit ich den Server aufsetzen kann und euch dann auch so bald wie möglich die Details mitteilen kann.
Die nächste Mod, die ich heute vorstellen kann, kommt von Happy Mole. Und zwar ist es diese kleine Reparaturwerkstatt. Downloadgröße 0,32 MB, Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist im Baumenü unter Tools zu finden, und zwar dieses hier. Kostenpunkt zum Hinbauen 1000 Euro. Tägliche Unterhaltskosten sind 5 Euro. Und es ist eine kleine Werkstatt, die überall hingebaut werden kann, im Prinzip, wo wenig Platz vorhanden ist. Diese Mod erinnert mich ein bisschen an die Toolbox, die wir im 19er hatten. Von Razak kommt auch gleich die nächste Mod, und zwar ist das der Solarpark, groß und klein. Downloadgröße 4,77 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Im Baumenü natürlich zu finden unter Produktion und Generatoren. Der Kostenpunkt für den Solarpark Klein ist bei 250.000 Euro und produziert Strom unter Einkommen von 2.400 Euro pro Monat. Der große Solarpark kostet 450.000 Euro und produziert die Summe von 4.200 Euro pro Monat. Dutch Modding Incorporation präsentiert uns den Picon. Downloadgröße 2,3 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Und wie ihr hier sehen könnt, es handelt sich dabei um ein Implement oder ein Tool, was wir benutzen können, um einfach und schnell eine Palette oder zwei zu transportieren. Der Picon PT1500 kostet 860 Euro in der Standardausführung, wiegt 140 Kilo und hat die Möglichkeit, hier den Ankopplungstyp zu verändern in Spezial, also Standard, Spezial, Spezial 2, Standard, Spezial, Spezial 2. Es gibt keine weiteren Möglichkeiten der Konfiguration, sowohl Farbe wie auch andere Einstellungsmöglichkeiten sind nicht gegeben. Den Fendt 700 Vario Generation 6 kommt von Moos Agrar. Downloadgröße 10,94 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieser Fendt Vario 700 wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge von 400 Litern, Maximalgeschwindigkeit von 50 km/h und wiegt 8,1 Tonne. Und kostet in der Standardausführung mit 144 PS 162.000 Euro. Wir haben die Konfigurationsmöglichkeiten der Reifen von Trelleborg, Michelin, Continental, Mitas, BKT und Fredestein. Ach, und natürlich Nokian Tires auch noch. Die Reifenvarianten spiele ich wie immer nicht alle durch. Es sei darauf hingewiesen, dass es hier Pflegebereifung natürlich gibt. Dann kann beim Design der Kotflügel verändert werden, zwar von Design 1 zu Design 2. Dann kann standardmäßig ein Frontladeranbau hinzugefügt werden, hier Quickie und Hauer. Dann haben wir verschiedene Motorenausführungen, und zwar einmal schon wie erwähnt den 714er mit 144 PS. Dann haben wir den 716er mit 171 PS, den 718er mit 188 PS und den 720er mit 209 PS, den 722er mit 228 PS und zu guter Letzt den 724er mit 246 PS. Natürlich kann dem auch das GPS hinzugefügt werden und wir haben bei den Farboptionen alle berühmten oder bekannten Fendt-Farbgebung von Fendt Naturgrün, Fendt Tannengrün, dann Fendt Black Beauty, Fendt Petrol, Fendt Orange Kommunal, Fendt Rot und Fendt Weiß. Wie ihr hier natürlich sehen könnt, ist das Kennzeichen hier in der britischen Ausführung, da sich die Karte natürlich auf der großen Insel abspielt. Mit der mittleren Maustaste kann die Dachluke geöffnet oder geschlossen werden. Und bei den beiden gedrückten Maustasten kann die entweder die seitliche Tür oder auch das Heckfenster geöffnet oder geschlossen werden. Oder auch das Heckfenster geöffnet oder geschlossen werden.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass dieser Traktor in der Detailausführung sehr gefällig ist. Also mir gefällt der sehr gut. Mir gefällt natürlich vor allem das, dass man hier die Farbgebung entsprechend den Fendt-Farbpalette entnehmen kann. Wer kennt ihn nicht mehr? Den Case Puma, heute präsentiert von Baki. Downloadgröße 14,63 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Hat in der Standardausführung 225 PS, eine Tankfüllmenge von 390 Litern und mit 48 Liter DEF, fährt eine Maximalgeschwindigkeit von 50 km/h und wiegt 8,7 Tonnen. Auch hier haben wir natürlich die Möglichkeiten, die Reifen zu ändern zwischen Trelleborg, Nokian, Michelin, Continental, BKT und Fredestein. Natürlich haben wir hier auch die Möglichkeit, einen Quickie als auch einen Hauer Frontlader hinzuzubauen. Die Motorausführungen, die vorhanden sind, zum einen der Puma 185 mit 225 PS, den Puma 200 CVX mit 245 PS, den Puma 240er mit 270 PS. Auch kann natürlich hier das GPS hinzugebaut werden. In der Standardausführung kostet der Traktor 188.000 Euro und Ladeanbau natürlich 1.500 Euro dazu und natürlich auch der Aufpreis für die verschiedenen Motorenausstattung. Cool Farmer bringt uns einen Script-Mod und zwar mit der Downloadgröße von 17 KB, Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar heißt dieser Mod längere Entladezeit. Also wenn ihr der Meinung seid, dass das Ausladen der Anhänger zum Teil unrealistisch schnell vonstatten gegangen ist, dann habt ihr hier jetzt den richtigen Mod für euch. Dieser Mod berücksichtigt, welche Klappe zum Entladen verwendet wird. Wenn also nur die kleine Kornklappe verwendet wird, dauert die Entladung natürlich etwas länger. Ich habe hier stellvertretend mal hier diesen Ladewagen gefüllt und wir werden jetzt mal schauen, wie lange die Entladung dauert. Um ganz, ganz ehrlich zu sein, ich habe hier nicht einen großen Unterschied feststellen können. Ob das an mir liegt, ich weiß es nicht. Falls ihr es wissen solltet, dann teilt mir doch das bitte als Kommentar mit, damit ich dies in Zukunft besser machen kann. Obschon ich bezweifle, dass ich diesen Mod dann auch benutzen werde. Von Seat Modding kommt die nächste Mod und zwar der John Deere 8760 respektive 8960. Downloadgröße 14,88 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Es handelt sich dabei um ein richtiges Biest von Traktor, der aber eher für den US- oder den australischen Markt konzipiert worden ist. Der 8760 kostet in der Standardausführung 79.999 Euro, kommt mit 300 PS, wird manuell oder mit Last geschaltet, hat eine Tankfüllmenge von 833 Litern plus 38 Litern DEF und hat eine Maximalgeschwindigkeit von 32 km/h und wiegt 21,1 Tonne. Also ein richtig schweres Biest. Der 8960er kommt mit 370 PS, dieselbe Schaltart, die Tankfüllmenge, die Maximalgeschwindigkeit und das Gesamtgewicht verändert sich nicht. Der Gesamtpreis mit der großen Motorenausführung liegt bei 95.543 Euro. Für beide Optionen haben wir die Möglichkeit, einen zusätzlichen Treibstofftank hinzuzufügen, welche das Tankvolumen auf 1363 Liter erhöht. Dann haben wir beim Design die Möglichkeit, das Auspuffrohr zu verändern. Bei den Anhängerkupplungen kann gewählt werden zwischen Standard, PTO und 3-Punkt. Des Weiteren können zusätzliche Frontlichter hinzugefügt werden. Auch kann der Greenstar 3000 in der Konfiguration in der Standardversion hinzugefügt werden, als auch eine Standard 2 Version. Die Motorausführung haben wir schon bereits besprochen. Dann haben wir die Möglichkeit, die Fenster zu verdunkeln.
Bei der Ausführung kann gewählt werden zwischen US-Ausführung, einer australischen Standardversion, einer OC Extended Version und wieder zurück zur Standardversion. Bei den Reifenvarianten gibt es, glaube ich, 30 oder 40 verschiedene Möglichkeiten. Ich klicke hier einfach mal ganz schnell durch. Okay, soweit, so viel dazu. GPS kann natürlich hinzugefügt werden. Und jetzt kommt ein interessanter Punkt. Hier bei der Hauptfarbe kann man wählen, ob das Grün als neu gegeben wird, als gebraucht. Und dadurch wird der Preis günstiger. Und zwar um 21.431 Euro. Oder gebraucht 2, da wird der Preis um 17.320 Euro reduziert. Dasselbe gilt für die Designfarbe, die auch entsprechend zwar nicht im Farbton geändert werden kann, aber eine gebrauchte Spur oder Lackierung aufgezogen werden kann, als sei also das Gerät schon einige Jahre in Betrieb gewesen. Und somit kann man also den Preis insgesamt in der großen Ausführung auf sage und schreibe 87.441 Euro drücken. Der Lizard LZ45 kommt von Pascal Kautz. Downloadgröße 10,82 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Kommt in der Standardausstattung mit 72 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge von 61 Litern, Maximalgeschwindigkeit bei 43 km/h, wiegt 5,4 Tonnen und kann bis zu 2,1 Tonne transportieren. Konfigurationsmöglichkeit haben wir hier Standard oder Zugmaul hinten. Reifenhersteller kann gewählt werden zwischen Mitas und Nokin Tires. Eine Sicherheitswarnleuchte kann hinzugefügt werden. GPS kann hier auch hinzugefügt werden, wobei ich hier keinen Sinn darin sehe. Bei der Hauptfarbe haben wir die Farbenmöglichkeit mit den ganzen Standardfarben, die im Spiel dabei sind. Dasselbe bei der Designfarbe und der Felgenfarbe natürlich auch. Hier gibt es keine Option eines Nummernschildes, also so wie da steht, kostet der Gabelstapler 29.450 Euro. Hier gibt es interessante Optionen bei der Gabelverwendung. Einmal mit der rechten Maustaste kann man entweder das Ganze aufsplitten auf 4 Gabeln oder man kann die Gabelbreite natürlich auch verändern. Dies alles mit der rechten Maustaste. Kommen wir gleich zum nächsten Gabelstapler und zwar kommt der von HR Forst und Fahrzeugbau. Downloadgröße 8,23 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Es handelte sich dabei um den Jungheinrich EFG S50 Telegabel. Hat in der Standardausführung 57 PS, wird stufenlos geschaltet, ist elektrisch bedient. Hat eine Maximalgeschwindigkeit von 17 km/h, wiegt 8,8 Tonnen und kann bis zu 5 Tonnen transportieren. Hier gibt es die Möglichkeit der Konfiguration der Abdeckung und zwar betreffend des hinteren Rades. Die Rückfahrwarneinrichtung gibt es in verschiedenen Optionen, also von keiner zu einer Rundumleuchte, zu einem Blue Spot, zu einem Red Spot und wieder ohne der Warneinrichtung. Auch kann ein Aufbau hinzugefügt werden, damit man einfach 2 oder 3 oder 4 Paletten stapeln kann. Auch hier zwar sinnlos, das GPS kann hinzugebaut werden. Und bei der Felgenfarbe gibt es lediglich die Möglichkeit zwischen Blau und Schwarz zu wählen. Kostenpunkt in der Standardversion 55.000 Euro. Auch hier gibt es verschiedene Optionen, wie man diesen Stapler bedienen kann. Also natürlich neben dem Standard hoch und runter, vor und zurück mit der linken Maustaste gibt es des Weiteren die Option mit der rechten Maustaste die Breite zu verändern, der Gabelführung oder sogar einen seitlichen Versatz kann man hier einstellen.
Also entweder rechts oder links. Dann gibt es die Möglichkeit, mit beiden Maustasten hier die Gabellänge zu verändern. Also man kann hier dann einfach zwei Paletten auf jeden Fall voreinander stellen und beide gemeinsam aufnehmen. Das sind die Optionen, die hier vorhanden sind. Das waren auch schon wieder die Mods, die heute im Giants Mod Hub veröffentlicht worden sind. Ich bin sehr erfreut darüber, dass endlich eine neue Karte hinzugekommen ist. Ich werde auf der kalmsten Farm auf jeden Fall, wenn auch vielleicht nur als privater Safe Game, hier etwas starten. Möchtet ihr von diesem Safe Game etwas erfahren, dann kommentiert mir doch, ob euch das interessiert, dass ich daraus ein Let's Play dann mache. Eine Serie und wo die Reise hingehen soll, die können wir dann gemeinsam besprechen. Falls der eine oder der andere sogar Lust hat, gemeinsam eine Farm zu betreiben, dann soll er mir das ebenfalls im Kommentar unten mitteilen, damit wir hier eventuell sogar einen Server erstellen können. Mit diesem herbstlichen Ausblick bedanke ich mich fürs Einschalten. Wir sehen uns morgen wieder bei der nächsten Präsentation der neuen Mods, die morgen im Giants Mod Hub veröffentlicht werden. Ganz herzlichen Dank nochmal fürs Dabeisein. Danke, tschüss und hasta luego.